Wie wir unseren ersten Workshop angesetzt haben, ich meine, es war ja noch ganz gut, wie wir nach Japan und USA gereist sind, mal zu schauen, was läuft denn dort so, was sind die Strategien. Das war alles noch in Ordnung. Also ein Besuch beim dritten abzustatten, das funktioniert alles noch. Aber dann jemanden zu haben, der dann in das Unternehmen kommt, ausgestattet mit der Autorität des Vorstandes, der dann dort Workshop abhält und nur in der Lage ist, Japanisch zu sprechen, das ist für einen Schwaben, ich dachte das mal so deutlich, schon ein Kulturschock gewesen. Und ich möchte auch sagen, es gab Bedenkenträger bei mir aus dem Aufsichtsrat, aus dem Unternehmen, aus dem Betriebsrat, die mir alle prophezeit haben, Wiedeking, und das ist ihre letzte Tat, wenn sie da Pech haben. Ich sage das so deutlich, weil man muss verstehen, so ein Unternehmen hat eine gewisse interne Kultur. Und diese interne Kultur, die müssen sie brechen. Wir meinen immer, Kreativität gibt es nur beim Aufbauen. Ich muss sogar sagen, die Kreativität, die wir heute brauchen, ist genauso wichtig beim Zerstören. Beim Zerstören von alten Systemen. Da müssen Sie hochkreativ sein und Sie erzwingen, dass das System zerstört. Ich möchte das nicht sagen, weil es ist beliebig viel Kraft notwendig, um dann einen derartigen Prozess echt auch durchzustehen. Wir haben auch den Meistern und auch Mitarbeitern, die bei den Meistern beschäftigt sind, die Chance zu geben, zu Spezialthemen sowohl nach USA in Best-Practice-Fabriken als auch nach Japan zu fahren. Wir haben also klare Aufgabenstellungen gegeben zu Themenstellungen wie Kanban, wie die ganze Philosophie der verschiedenen Qualitätssicherungssysteme zu verstehen. Denn was haben wir davon, wenn das Management verstanden hat, wo es hin will? Die Mitarbeiter müssen es lernen. Sie glauben gar nicht, welche unsinnigen Dinge man macht, wenn man Batchbetrieb macht, wenn man sogenannte kontrollergerechnete optimale Losgrößen fährt. Ja, wir haben mit Liebe hochproduktiv die einzelnen Maschinen bedient, der Mitarbeiter wurde mit Akkord entlohnt und die Menge, die er dann hergestellt hat, wurde mit Liebe eingelagert. Dafür brauchten wir Gabelstapler. Wir haben mit Liebe wieder ausgelagert, wenn man wieder Teile rausnehmen musste und so weiter. Es gab Teile, wenn Sie die mal verfolgt haben, wenn Sie sich oben über die Fabrik mit dem Helikopter gestellt hätten, das ist unglaublich, was Sie da für einen Teile-Tourismus in einem Unternehmen haben, ohne dass Sie auch nur ein Stück Wertschöpfung dem Teil zugutekommen lassen. Das heißt, 6600 Quadratmeter weniger, nur weniger Fläche im Bereich Leger. Wir haben viele externe Leger gehabt, die wir sogar gemietet hatten, damit wir unsere doch wichtigen Lagermengen entsprechend bewirtschaften konnten. Die Dinge sind heute größtenteils abgemietet. Was uns gehört, davon teilweise wieder sogar vermietet. Das heißt, wir haben aus Kosten plötzlich Umsatz gemacht.